Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn, wo der bemerkenswerte Ulmenangriff anfängt. Sie rennen außen rum. Oh, das ist nicht gut. So, Ulmenangriff abgewehrt. Aber mir gefällt das hier nicht. Also ich denke, wir werden das hier Tor erstmal schließen. Und dann werden wir die Geschütze hier rüber platzieren. So, bewegen. Das Geschütz kommt jetzt hier hin. Und dann schließen wir das Tor. So, das Lasergeschütz müsste das hier sein. So, hier noch ein Lasergeschütz. Wird der hier. Ein Raumschiff entdeckt. Kontakt. So, hier ein Maschinengewehr. Bewegen. Wer tut denn jetzt hier? Achso, die bewegen hier alle den Turm. Kanna, mach du mal hier Kontaktaufnahme, ja? Reserviert durch Hahn. Okay, ja, Hahn, mach du. So, bietet an, eine Rettungskapsel zu schicken, aber es hat nur Platz für einen Passagier. Nimmst du das Angebot an? Können wir dann einen? Wird dann ein Kolonist? Leute, das müsst ihr mir jetzt mal sagen. Wenn ich jetzt hier Ja machen würde, würde dich dann ein Kolonisten verlieren oder was? Dann machen wir es nicht. Ne? Oder hätte er mir jetzt einen Kolonist gegeben? So, wir müssen die noch auf Kreislauf 2 setzen. Noch ein Raumschiff. Ja, es macht doch wieder Hahn, oder?
Oder wer kümmert sich? Sohan schläft. So, Kreislauf. So, 50 Silizium. Oh, schick mal 100 Metallschrott. Einmal bitte Metallschrott. So, die kommen jetzt auch direkt von rechts, perfekt. Ja, hier fehlen jetzt die Raketenwerfer. Ich bin mal gespannt, wie es hier läuft dann. So, die anderen wurden alle schon umgesetzt, gehe ich mal von aus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich werde sie trotzdem hier hochschicken, damit die stunnen kann. Tatsächlich ein bisschen länger, bis sie da sind. Aber wenn sie dann da sind, dann klappt das relativ gut. So, hier muss natürlich alles repariert werden. Gut. So, das kann weg, 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 weg. Fehlfunktion geht, Windrad geht nicht weg. Aber eigentlich sieht das, ist das doch ganz nett. Ich hoffe nur, dass das auch klappt, dass die dann jetzt nicht von hier kommen, also dann hier versuchen durchzubrechen, ne? Wie viel Silizium haben wir noch? Einiges, okay. Na komm, den Sensor brauchen wir jetzt noch nicht. Da hat Lou eigentlich recht. Okay, wir brauchen tatsächlich nur noch CPU-Kerne. Das heißt, ich nehme die CPU-Kerne jetzt mal über die Elektronik.
Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass die CPU-Kerne Elektronik benötigen, um gebaut zu werden. Aber das war halt ein klarer Fehlschluss. So, Kahn, wie sieht's... Hahn, wie sieht's aus? Willst du den hier mal plündern? Suchen jetzt mal die orangenen Pilze. Ist das ein Schienengewehr? Schneller Hahn. Yep, perfekt. Okay, danke. Die Dodos. Das wäre was, eine Überlegung zum Zähmen, ne? Sieht aber so aus, als würden sie die Mauer angreifen wollen. Alter! Okay, dass sie hier in den Nahkampf gehen, auch interessant. Ja, Nova, dann geh mal dich gerade heilen. Ich wollte eigentlich jetzt direkt darunter gehen. Zum Forschen. Kann er schläft? Genau, kann er aufstehen, du musst arbeiten. Strom sieht gerade nicht so gut aus. Ich will noch nicht die anderen... Also ich will schon, aber ich mach's noch nicht. Ich will jetzt erstmal die Baustellen abarbeiten. Damit wir hier wieder ins Rollen kommen. Und dann machen wir ein, und wenn das dann durch ist, dann machen wir eins nach dem anderen. So, Nova ist wieder ready. So, dann kommt... Sehr interessant. So, Nora und Daniel. Vielleicht doch ein bisschen mehr als erwartet. Was? Sind die so stark?
Wieso sind die so stark? Wusste ich ja nicht, dass die so stark sind. Ich dachte, das ist kein Problem so. Das kann ich ja nicht wissen. Keiner gesehen. Okay. Okay. Ich würde das Nest trotzdem gerne forschen. Okay, das müssen wir dann anders machen. Dass die so stark sind, hätte ich nicht gedacht. Ich bin am Überlegen, eine Stromleitung hier rüber zu bauen und hier ein paar Geschütztürme hinzumachen, tatsächlich. Das machen wir erst. Ja, dann. Das dauert noch. Das hat mich jetzt tatsächlich komplett perplex, weil diese Viecher haben uns ja schon öfter angegriffen. Das würde vielleicht gehen, wenn ich Emmeline und Lara mitnehme und die stunnen die ganze Zeit. Das würde vielleicht funktionieren. Aber ich will jetzt nicht so viele Risiken eingehen, um dann nachher wieder zu laden, weißt du? Kauwurzeln nehmen wir nicht. Holz. Heu könnten wir auch mal begrenzen. Heu wird jetzt auch begrenzt. Naja, da wir das ja jetzt hier gemacht haben, können wir das hier alles umswitchen eigentlich. Das heißt, ich werde jetzt... hier die Holzbefestigung alle abreißen. Und der hier wird auch erstmal... abgerissen. Ha. Tatsächlich interessant, dass der jetzt verbunden ist. So, der müsste Nummer 3 sein. Der hier ist auch noch. Ne, der ist schon Nummer 2, oder? Der ist schon Nummer... nicht Nummer 2, Nummer 4. Ich meine, das brauche ich ja im Prinzip alles gar nicht, wenn die eh nur eine Seite reinläufen. Ja, gut für die Lufteinheiten, ne?
Na, wer nicht will, der hat schon. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Getreide. So, jetzt müssen wir die Fallen im Prinzip. Ja, was machen wir mit den Fallen, verdammt? Müssen wir im Prinzip alle umbewegen. Verdammt. Los, rüber mit den Fallen. Das sind 105. Das sind 107 tatsächlich. Wie weit geht er denn nach draußen? 1, 2, 3, 6. So, 1, 2... Ach, verdammte Kacke. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wenn die jetzt mal alle umgestellt sind, dann können wir mal gucken.
frage mich, wo die letzten CPUs hingegangen sind. Hahn ist im Leerlauf. Oha, das sind viele. Vielleicht müssen wir einmal komplett drumherum auch Fallen legen. Aber dafür haben wir nicht die Ressourcen. Also das jetzt schon zu planen. Dann werden wir auch erstmal schnell den Strom los. Vielleicht sollen wir die einfach mal nicht schlachten, so viel Fleisch von wie wir haben. Können wir auch hier erstmal hier wieder einstellen. Aber wir haben sehr viel Getreide jetzt.
Dann stellen wir das hier auch erstmal ein. Wie sieht's mit den Beeren aus? Haben wir auch viel. Och nö, warum gehen die denn alle da lang? Ja, weil die da draußen rumrennen wahrscheinlich. Naja, die geben wenigstens gut Fleisch. So, Gebäude, Fundament, Holz. War es nicht irgendwie ja, Z und X? So. Jetzt ist auch noch dieser scheiß Mast im Weg. Das gibt's doch nicht.
Ja, dann muss ich noch einen bauen, der reicht nicht. Scheiße. Was man nicht alles tut. Ich hoffe, dass da noch das Geschütz drüber bauen kann. Sonst müssen wir den hier höher bauen. Weißt du was? Ich baue den hier einfach höher. Der wird hier einfach höher gebaut. Da wird der höher gebaut. Und das war's jetzt für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Och nö, was ist denn da los? Hä? Egal. Hauptsache, es klappt. Das ist doch das Wichtigste. Ja, der muss weg. Aber das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.